Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute in dem Video geht es um eine Kritik, die ich gemacht habe zu IOSTEIN, dem neuen Server von AlphaStein. Und diese Kritik ist vor einer Woche entstanden bei der Servereröffnung von IOSTEIN. Morgen um 18 Uhr kommt das neue Video, wo ich mir den Server nochmal angeguckt habe und geguckt habe, ob die Kritik von heute, also die Kritik in diesem Video, immer noch quasi gültig ist. Also ob sie was verbessert haben oder nicht. Das heißt, schaltet morgen wieder ein. Das Video wäre viel zu lange gewesen, wenn ich das, was ich morgen im Video noch sage, in dieses Video auch nur mit reingemacht habe. Das heißt, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Das heißt, heute im Video können Aussagen getroffen werden, die vielleicht schon verbessert wurden. Beachtet das bitte und schaltet dann morgen um 18 Uhr im neuen Video rein, wo ich vielleicht sage, ob sich das verbessert hat. Wir werden heute uns den Release von IOSTEIN angucken. Und zwar ist das der Server von AlphaStein. Ich habe das schon länger mitbekommen, dass es diesen Server gibt, aber tatsächlich nicht mitbekommen, dass der heute released. Wurde, glaube ich, auch absichtlich nicht so viel Werbung dafür gemacht. Das ist der Twitter-Account, also IOSTEIN. Ihr seht auch gefolgt von ganz vielen Leuten und AlphaSteins Minecraft-Server. Ich weiß gar nicht, streamt er oder hat er irgendwas angekündigt? Nee, er hat lange gar nichts mehr gesagt. Okay, also ich denke mal, er hat auch nicht wirklich Werbung dafür gemacht, sondern er will das einfach machen. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie viele Leute da sind. Die IP ist dementsprechend IOSTEIN. So, eigentlich müsste der Server jetzt rein theoretisch da sein. Also eben konnte man ihn auch über diese Adresse noch anpingen. Wir können ja mal auf die Webseite schauen hier. Mhm. Okay. Sieht okay aus. Erinnert mich so ein bisschen an die Griefer Games Webseite. Wenn wir mal kurz hier griefergames.net öffnen und dann hier auf die Shopseite gehen. Ja, sieht leicht ähnlich aus, ne? leicht ähnlich. Aber ist ja kein Problem, ne? Also das ist ja jetzt nicht unbedingt was Verwerfliches. Ich habe die IP auch richtig geschrieben. Also rein theoretisch müsste jetzt eigentlich der Release sein. Ich meine, wir haben 18 Uhr oder ich habe irgendwas verkackt, aber eigentlich, also hier auf Twitter... 11.12. 18 Uhr. Seid ihr dabei? Also eigentlich müsste es jetzt losgehen. Oh. Ah, jetzt kann ich auch anpingen. Okay. So wird das natürlich nichts an der Stelle. Man schreibt gerade schon erst drauf, aber es leckt ganz schön. Also, Bin drauf, aber es leckt ganz schön. Ja gut, man muss, also dass es leckt, kann man glaube ich fast nicht ausschließen. Das ist hey Marco. Hi. Ja, ich bin drauf. Ich hatte wirklich Block. Alter, die Lobby komplett voll, ne? Ja, leckt's noch oder haben sie es geschafft? Die Welt ist nicht mehr geladen. Alles, also ich bin im Nichts. Oh? Ja, ich bin da. Ah! Oh, ich bin unterm Spawn, genau. Ich kann nichts tun. Lol, die ganze Tab, lol. Guck mal die Tab an. Ah! Bei jedem Spiel ist ein Ausrufezeichen. Oh, okay. Also, wie konnte ihr mir denn schon Freundschaftsanfragen schicken? Das sieht ja geil aus. Okay, es laggt dezent. Ich mach besser nichts, weil wenn ihr jetzt alles drückt oder sowas, führt das nur dazu, dass ihr möglicherweise gekickt werdet. Okay, es gibt irgendwie Piggy, ein Modi, Blockrunners, dann Sky PvP, Gun Game, dann... LSG, ach Lucky Bad Wars oder so. Ich meine, jetzt gerade hat sich's mal so. Dann klicke ich mal in Spielmodi. Oh, okay, das funktioniert noch nicht. Das ist ganz. Oh, ja, bei mir auch. Cool, da sind wir wieder runter. Minecraft-Server komplett glatt, also komplett super zu releasen, ist echt schwierig, wenn du halt vorher kein System hattest. Aber ich bin insofern ein bisschen enttäuscht, weil Qlow ist mit Teammitglied oder sowas, oder ich glaube sogar mit Admin oder sowas, und das Ding ist halt, er hat ja schon mal einen Server quasi released, und da war der Release ja auch nicht so gut, aber er konnte da schon echt viel Erfahrung sammeln. Deswegen hatte ich halt schon ein bisschen die Erwartung, dass es besser klappt als bis jetzt. Wir können ja auch gerade mal reinschauen, so sieht aktuell das Forum aus. Wir gehen mal auf Mitglieder. Dann wäre einmal IOSTEIN, dann haben wir ein paar Supporter. Ich möchte mal hier nur Teammitglieder sehen, ja. Okay, Owners, AlphaStein und Qlow. Developer ist einfach Blue. Das ist, der war auch bei Meinsucht. Sleon war auch bei Meinsucht, war auch schon bei uns. Hampelmann ist drauf. Auch Content. Die haben nur einen Developer. Oh moin. Blumann kommt drauf. Ich probiere auch mal. Ich sag's so, ne? Der, also wenn man kritisiert, dann kann man, muss man auch
in gewisser Form ein Verständnis dafür haben und dadurch, dass ich selber Server-Owner bin, zweimal einen Server quasi released habe, beim ersten Mal das komplett gescheitert ist und beim zweiten Mal es eigentlich relativ gut geklappt hat und mittlerweile einen eigenen Server habe, der über 1,5 Jahre schon durchläuft, der auch schon mal 100 Spieler hatte und sowas, kann ich das, glaube ich, ganz gut einschätzen. Ich bin halt nur ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich dachte, dass es heute relativ gut funktioniert. Da muss ja nur eine Sache, also schaut euch gerne mal meine Videos dazu an, die ich gemacht habe zu Plaria. Bei uns war es damals beim ersten Release so, da war es einfach so, wir hatten zwei Server und die Server haben sich gegenseitig quasi blockiert, weil sie so plötzlich halt so viele Anfragen bekommen haben von den ganzen Usern, die connecten wollen, dass die Server sich blockiert haben und dann ging da erstmal gar nichts mehr, ne? Dementsprechend, das kann zum Beispiel, also da spielen so viele Sachen zusammen, deswegen, ich kann es verstehen, aber ich bin ein bisschen enttäuscht in dem Fern, weil, wie gesagt, ich kann es euch auch nochmal zeigen, wenn wir hier nochmal die Webseite aufrufen. Da sind Entwickler dabei, da sind Entwickler und Owner dabei, die schon sehr gute Erfahrung eigentlich haben. Also Qlo hat, wie gesagt, wie hieß denn jetzt nochmal der, hieß der IOHub? Ne, IOHub war was anderes, oder? Unify war das, glaube ich, oder? Chat, helf mir bitte. Den Server hat er schon mal gemacht und da hat er auch jahrelang programmiert für. Hat das quasi dann, den halt gemacht und hat da eigentlich auch schon viel Erfahrung auch mit so einem heftigen Server-Release gemacht. Und einfach Blue war Gomme, wenn das der ist, ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, das müsste der aber sein. Der hat Wagomme-Entwickler, also hat eigentlich auch Erfahrung mit einem, wenn das der ist von Meinsucht, aber ich meine schon. Dementsprechend bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich halt davon ausgehe, dass eigentlich quasi ein Gomme-Entwickler oder ein Gomme-Meinsucht-Entwickler, der bei größeren Servern halt schon mitgeholfen hat, Qlo, der auch einen eigenen Server hatte, auch mit vielen Spielern umgegangen ist, dass es doch ein bisschen besser läuft, als dass man jetzt wirklich schon seit einer halben Stunde halt eben nicht draufkommt. Verständnis habe ich dafür, ne? Also versteht mich nicht falsch. Ich habe absolutes Verständnis dafür, aber ich bin halt enttäuscht, ne? Ist verständlich, weil ich halt eigentlich gedacht habe, yo, die werden das vielleicht vorher so viel testen, dass sie das hinkriegen. Wollen wir einmal durchgehen, also einmal von rechts nach links, also Piggy jo. Und dann weiter. Party bitte Piggy. Piggy sein kostet 600 Credits. Oh, jetzt bin ich woanders. Alleine auf dem Server. Jetzt bin ich wieder auf einem anderen Server. Wieso wirst du jetzt rein? Bin ich wieder auf einem anderen Server. Wieso kommst du mit und ich nicht? Ich bin die ganze Zeit schneidest du mich auf einen Server. Ich komme nicht mit. Versuch mal einen anderen Modi vielleicht. Ich kann nicht rumschieben? Bist du jetzt woanders? Ja, jetzt bin ich auf irgendein. Jetzt auch? Keine Ahnung. Game? Ja, das ist. Oh, das ist erst, was funktioniert. Ja, bei mir geht's nicht. Oh, jetzt möchte ich einen Texture-Pick runterladen. Nee. Oh, nein, hilf. Haha, so, das war witzig. Yee, ich kann dich hier rumschleudern. Okay, also bei mir geht's nicht. Ich muss, glaube ich, neu joinen. Ich probier's mal. Ja, ich habe schon. Das macht nämlich keinen Sinn. Haben wir gesehen, also die haben ja so Skins, so. Die kann man sich kaufen. Das heißt, ein bisschen so wie bei Fortnite. Nicht so Skins, die keinen Spielvorteil bringen. Bist du in der Party? Party List? Ich bin. Nein, natürlich nicht. Du bist geliefert. Ehrenmann. Bist du jetzt drin? Bist du drin? Jo. Ich bin aber auf. Was ist das denn? Ja, ich bin irgendwo um nichts gespawnt. Ich auch, ich kann hier abbauen. Du bist das Blocks Runner. Weil wir uns eine Welt aufbauen. Ja, ne, es kann ja sein, dass das gewollt ist. Wir wissen doch gar nicht, was das hier ist. Oh, was ich glaube nicht, dass das so sein ist soll. Das Ziel? Nimm mal einen Block in die Hand und dann lauf mal. Verstehe, das ist Survival, nur dass du jeden Block, den du in der Hand hältst, unter dir setzt. Das heißt, hier waren gerade ganz viele Eisenblöcke, ich habe mich gewundert. Keine Ahnung, aber. Hier ist halt keine Erklärung, ne? Also ich. Ich hab's verstanden. Ja, was denn? Aber mal, gibt's hier vielleicht TPA? Ja, mach mal TPA zu mir. Ich erklär's dir. Ja, ist ja schön, dass du es mir erklären kannst, aber ich bin hier im Nichts gespawnt, im Wasser. So, also komm mal her. Du setzt gerade unter dir die Blöcke. Das heißt, es ist Survival. Nur, dass ich jeden Block quasi unter mir setzen kann. Das heißt, guck mal, ich gebe dir hier meine Steinspitzhacke. Ich weiß nicht, es ist nicht böse. Ich möchte, wie gesagt, nicht zu viel haten, aber, ich weiß nicht, aber das finde ich ein bisschen, also, jemand, der neu ist, hat doch, der spawnt einfach, ich bin einfach random im Wasser gespawnt. Und hab keine Ahnung, ne? Aber sonst an sich, also wenn das Ziel ist jetzt einfach hier in der Survival-Welt was zu bauen, ne? Dann ist das ja geil. Dann ist das ja geil, weil du kannst, also auf der einen Seite kannst du dir halt jedes Material, was du in der Hand hast, einfach
Nee, eher cheaten, ne? Dadurch kannst du halt einfach, hast du keinen Materialmangel mehr insofern. Aber, aber eigentlich muss ich ja erstmal zum Beispiel 9 Dias haben, damit ich einen Block machen kann. Ja, genau. Aber 9 Dias kriegst du ja noch relativ schnell. Aber ja, der Frage, ja, es ist halt irgendwie, ja. Ein bisschen Holz ist brauchst halt ein bisschen hier. Schwieriger. Hier ist ein bisschen Holz für dich. Mhm. Es ist halt schon witzig, aber ich fänd's halt geiler, wenn man jetzt, also du hast halt, also du hast kein Scoreboard, ne, auf dem Server jetzt hier. Du siehst gar nichts. Du kriegst, das Einzige, was man im Chat gesehen hat, sind die Join-Nachrichten. Und du hast noch nicht mal, hey, willkommen bei Blockrunners, alle Blöcke, die unter, also weißt du, das meine ich einfach nur. Ja, dieses, also ich hätte jetzt auch tatsächlich keine Ahnung, was hier abgeht. Ja, genau. Also du weißt, so, ich meine, dir fällt irgendwann auf, dass du Blöcke unter dir setzt, aber hier fehlt auf jeden Fall eine Erklärung. Also wenn ich jetzt neuer User bin und nicht unbedingt vorher ein Video gesehen habe, wo jemand anders das schon erklärt hat, dann fehlt mir halt komplett die Ahnung, was das hier ist, ne? Okay, lass uns mal ein Piggy rein. Da oben Piggy 1. Ja. Sauber, ich komme wieder auf keinen Server rauf. Ja, oh, jetzt sehe ich auch übrigens nicht mehr. Oh doch. Auf Skype-PvP schon. Komm auf Skype-PvP. Versuch mal 19. Ich weiß tatsächlich nicht, was das hier für ein Skype-PvP ist. Weil es ist einfach nur, du spawnst hier oben. Es ist kein Scoreboard da, nichts. Rechts und links. Wenn ich runterspringe, habe ich einfach gar nichts. Okay, ich weiß jetzt tatsächlich, also wenn, das kann doch jetzt hier nicht das normale Skype-PvP sein. Warum hat er jetzt eine Dia-Rüstung? Habe ich auch eine Dia-Rüstung? Nee. Hä? Es gibt Handelkammern. Es gibt Join-Nachrichten und es gibt Todesnachrichten. Und es gibt eine Ender-Chest. Das ist die Standard-Ender-Chest. Also, ich hoffe jetzt nicht, das ist deren Ernst. Also, jetzt muss ich langsam echt ein bisschen. Das können die doch nicht als Skype-PvP verkaufen. Was ist das hier? Was ist das hier? For real, was ist das? Also das kann man doch nicht als Skype-PvP. Hier sind Schilder versteckt auf der Map. Ja, das klar, das ist. Da kann man sich Items holen. Ja, aber das, also im Verhältnis zu jedem Skype-PvP, was man kennt, ist das doch wirklich einfach gerade. Also so wie das jetzt hier gerade ist, hat man das wirklich in 2 Stunden programmiert. Ich weiß, hier sind überall Schilder versteckt. Ne, das ist ja der Sinn von Skype-PvP. Aber normalerweise hast du noch irgendwelche Arenen. Du hast einen Scoreboard. Du hast, das hier wird wahrscheinlich einfach ein gedownloadetes Plugin sein. Also könnte ein gedownloadetes Plugin sein. Ja. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz ein Skype-PvP auf einem anderen Server, ne? Wir sind jetzt kurz hier auf Twerion. Da habe ich auch noch YouTuber-Rang. Und hier gibt es jetzt ein Skype-PvP, ne? Erstmal hat man hier natürlich ein Scoreboard, das hat man jetzt auf Dings nicht, aber wenn sie kein Scoreboard haben wollen, dann ist okay. So, dann spawnst du hier, das ist das Skype-PvP, ne? Du spawnst an einem Spawn, du hast Standard-Items, du hast rechts ein Scoreboard, das muss ja nicht unbedingt sein, du hast mehrere Ender-Chests, die Ender-Chests sind auch größer als die Standard-Ender-Chests. Du hast, okay, in dem Fall droppen jetzt hier irgendwelche Sachen. Dann hast du, neben den ganzen Sachen hier hast du Perks, ne? Du kannst ja Perks machen, meine ich. /Perks, kannst halt Perks aktivieren. Du hast hier Votecrafts, also ganz viele Sachen. Du hast hier zum Beispiel auch so Kopfgeld, kannst du auf jemanden setzen. Auktionshaus hast du, Admin-Shop, Erfolge und so weiter. Man muss dazu sagen, Twerion ist natürlich ein Server, den gibt es schon saulange, ne? Ich weiß nicht wie lange, schon 8 Jahre oder sowas. Das ist ein Server, der war von Anfang an dabei, ne? Aber selbst hier, du kommst hier raus, du hast eine andere Map, du hast einfach. Es ist halt, ne, hier hast du auch nochmal ein paar Ender-Chests verteilt auf der Map an bestimmten Orten. Jetzt töte mich hier nicht. Ey! Kleine Schlingel. Dann hier, das Schilder-Plugin ist wahrscheinlich, das ist auch gedownloadet. Du hast aber, also es gibt einfach mehr Funktionen. Auch, ich glaube, ich kann sogar Swish Fly machen. Kann ich Swish Fly machen? Das konnte ich nur, als ich letztens Rechte hatte, ne? Da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Natürlich, an sich ist Skype-PvP simpel, ne? Versteht mich nicht falsch, es ist schon relativ simpel. Aber wenn wir jetzt mal kurz zum Spawn gehen hier, das System ist, glaube ich, auch selbst programmiert. Seht, es macht halt einen deutlichen Unterschied, wenn hier nochmal so ein paar Hologramme sind. Wenn hier halt drumherum diese Sachen sind. Hier gibt es auch, da sieht man auch die Top-Spieler. Hier vorne gibt es auch so Villager, glaube ich. Was kann man mit denen machen? Braun.
Aha, und dann gibt es hier für Emeralds sogar die ganzen Sachen. Also deutlich, ein bisschen auf jeden Fall kreativer als einfach nur, ja, das Ganze, was wir hier haben. Nee, als, das Ganze hier macht sogar Spaß. Ja. Ja, hier haben wir halt wirklich einfach nur, es ist halt eine Map, die halt nicht mal schön ist. Also, ich glaube, das kann jeder Bilder bestätigen. Das hier, einfach so Erde, ist halt nicht schön, ne? Also Hauptkritikpunkt Map und auch ein bisschen mehr Sachen hinzufügen, ne? Das wäre auf jeden Fall ganz schön. So, wir schließen aber, glaube ich, oh, ja gut. Slash Hub geht schon mal nicht. Ich gehe mal jetzt einfach hier in Gun Game. Gucken wir uns mal Gun Game an. So, direkt erster Eindruck. Weißt du noch, als wir Gun Game released haben bei uns im MCGO und alle sich über zu wenig Wasser beschwert hatten und wir viel mehr Wasser hatten als das hier? Das ist halt. Nein, nein, oh mein Gott! Das ist ja auch noch gedockt. Ja, also, das Scoreboard rechts erinnert mich an Gomme. 1 zu 1. Keine Ahnung, ja, das ist warum, auch 1 zu 1. Aber es ist halt. Ich glaube, es sieht halt 1 zu 1 wie. Es ist eine gedownloadete Map, in der die einfach in die Mitte einfach Eisendinger gesetzt haben. Mit Goldblocken drumherum. Sie haben kein. Es gibt ja. Stirbt man überhaupt in Wasser? Okay, in Wasser stirbt man wenigstens. Wenigstens stirbt man in Wasser. Okay. Ich weiß, dass es so viel Wasser gibt. Aber es gibt halt kein Wasser. Das ist doch nicht der Sinn von Gun Game. Also, das ist. Und die Sache ist halt. Ich bin wirklich enttäuscht, Leute. Also, ich möchte, wie gesagt, nicht zu. Hä, warum kill ich. Hä, ich kill die, aber ich krieg keine Herz. Hä? Ist leck. Hä? Bei mir ist der eine jetzt halbtot. Ja, ich krieg halt wirklich nichts für den Kill. Also irgendwie keine Anzeige oder sowas, kein Geräusch. Aber ich krieg Rüstung. Es gibt kein Geräusch, wenn man jemanden killt? Nee, nee. Es gibt auch keine irgendwie in der Leiste oder so. Es gibt auch keine Regeneration? Man wird gar nicht voll gemacht. Doch, voll werde ich gemacht, aber nee. Es kommt. Warte. Mir steht nirgends zu irgendwas. Ich verstehe diesen Modus nicht. Wo bist du? Lass mich mal bitte dich killen. Wo bist du? Komm mal her. Nee, mich bitte kurz nicht killen. Ich hab nämlich Polykuh. Ich probier jetzt mal hier eigentlich zu killen. Also das Spielfeeling, ich meine, oh, ja, jetzt habe ich jemanden gekillt. Bekomme ich jetzt voll, habe ich Herzen dazu bekommen? Ja, ja, also ich kriege auf jeden Fall Herzen dazu, das okay. Weiß ich, aber. Aber es kommt halt kein, also es, das Geräusch macht halt echt viel aus bei Gun Game, ne? Bin wirklich, also bis jetzt von den zwei Sachen komplett enttäuscht. Och, das nervt halt ein bisschen, ne? Ja, aber die haben, glaube ich, extra gemacht, dass die Blöcke so nach hinten fliegen, dass man. Nee, das haben die nicht extra gemacht. Ja, die Map ist halt. Ja, oh. Weiß nicht, kann auch sein. Es ist halt auch nur eine Map, oder? Ja. Nur eine Standard-Map, oder gibt es noch andere Maps? Ich weiß nicht. Okay. Glaube nicht. Und ich glaube, unsere Bilder hätten da ein bisschen mehr. Nein, das ist ja die Standard-Map von. Das kann ich verstehen, warum das die Map ist, ne? Das ist einfach die Map, die auch in meinen Videos benutzt wird und so. Das kann ich verstehen, aber. Hey! Erdbeer! Okay, Erdbeer. Das Ding ist, ich habe halt ihr Bett jetzt wieder abgebaut, ne? Das Ding ist, die haben noch nicht mal die Truhe hier hinten. Oder warum ist da eine Truhe? Geht halt ein bisschen zu schnell, ne? Ich weiß nicht. Es ist halt jetzt auch, also es kann halt auch nicht mehr als das, was es kann gerade. Ja, ich hab alle getötet. Kann man überhaupt Rüstung holen? Ich glaub nicht. Du kannst ja nicht mal. Hä? Man kann Rüstung nur aus den Teilen da rauskriegen, aus den Lucky Blöcken. Achso, ja, stimmt, du hast ja noch die Lucky. Stimmt, ja. Fassen wir mal ein Fazit, Leute. Weil ich jetzt gleich noch Besprechungen und so weiter habe und noch ein paar andere Sachen. Kommen wir mal zum Fazit, ne? Ich switche mal hier auf die Hauptkamera, vielleicht zum Server. Kurzes Fazit zu iostein.net. Die Modi jetzt Lucky BW und so sind eigentlich ganz cool, ne? Die fallen mir eigentlich. Die sind aber auch nicht besser als ein normales Bed Wars. Es ist halt einfach nur mit Lucky Aspekt. Das macht es schon ganz cool, aber ich meine, sowas, solche Sachen gab es auch auf den anderen Servern. Das müsste ich jetzt mal genau nachgucken. Skype PvP ist wirklich, also das ist eine 1 von 10. Das ist wirklich nur eine Map mit Schildern. Dieses Block Runners, weiß ich nicht. Und jetzt gerade. Der Server startet auch irgendwie die ganze Zeit, also ihr seht es hier gerade nochmal, der Server startet auch einfach die ganze Zeit random neu oder ich teile mal aus. Das sind natürlich so Sachen,
die passieren am Anfang, ne? Also deswegen, dafür habe ich Verständnis. Ich bin aber wirklich enttäuscht von Sky PvP, ich bin wirklich enttäuscht von Gun Game, weil das Scoreboard da auch irgendwie anders ist und man überhaupt kein Wasser hat. Eigentlich alle Maps sind gedownloadet. Dieses Blockrunners gibt es keine Erklärung. Ich weiß noch nicht genau, was das Ziel ist. Ich meine, TPA gibt es ja, also man kann sich irgendwie miteinander verbünden. Aber was jetzt genau das Ziel da ist, außer dass man halt den Block, den man in der Hand hat, duplizieren kann und den dann abbauen kann. Also meine erste Chance haben sie so ein bisschen vergeigt. Vielleicht dieses Lucky SG war jetzt ganz witzig. Ja, also wie gesagt, es gab, also ich verstehe, ich gebe auf jeden Fall dem Ganzen noch eine zweite Chance, wenn halt ein paar Punkte da verbessert werden. Ich denke mal, diese Stabilität vom Server, die wird auf jeden Fall jetzt mit der Zeit kommen, ne? Sorry, also Blue hat sich auch gerade nochmal entschuldigt, sorry für die Probleme. Wie gesagt, ich kann das voll verstehen, ne? Also dafür habe ich Verständnis für diese Probleme, also Server abschmieren, dass nicht alles direkt funktioniert. Es ist fast nicht möglich, einen Server, der für über 100 Spieler ausgelegt ist, dass der direkt 100% funktioniert. Ich schaue dann auf jeden Fall auch nochmal vorbei, wenn sich das so ein bisschen gelegt hat.